So, willkommen zu meinem Rewind One-Taker. Und das ist jetzt nicht Rewind, zu dem Jason mich nominiert hat, sondern das ist, was ich die letzten zwei Jahre auch gemacht habe, einfach, dass ich einfach so in einem One-Taker einfach so sage, was mir gerade in den Sinn kommt zu diesem Jahr. Und ja, das habe ich die letzten zwei Jahre schon gemacht. Ich fand es immer ganz nett, sag ich jetzt mal. Und für die, die es interessiert hat, was sie verpasst haben, falls sie was verpasst haben, ist es bestimmt auch ganz nett. Der Rewind, zu dem Jason mich nominiert hat, kommt in ein paar Stunden. Also ich weiß noch nicht genau, wann ich das online stelle hier. Ich werde es wahrscheinlich direkt auf öffentlich hochladen, nachdem ich... ich werde es wahrscheinlich direkt auf online stellen, nachdem ich es fertig aufgenommen habe, beziehungsweise nachdem es fertig hochgeladen ist. Und im Moment ist der Rewind, zu dem Jason mich nominiert hat, für 8 Uhr geplant, also für 20 Uhr. Aber ich weiß nicht, es kann sich auch durchaus was ändern, ne? Wenn mein Internet zackt oder sowas, kann es dann halt auch mal ein Stündchen später werden. Aber ja, zu diesem Jahr. Dieses Jahr angefangen, war bei mir eigentlich ziemlich entspannt. Ich hatte Praktikum, ich war an der Grundschule, hatte halt keine Hausaufgaben auf. Nur Hausaufgaben aufgegeben. Nee, ich habe nicht mal Hausaufgaben aufgegeben, das war so retarded. Kinder, Grundschulkinder durften sich selber aussuchen, was sie als Hausaufgaben gemacht haben. Da war ich dann halt auch einfach wieder raus. Aber naja, ich hatte Praktikum, das war echt entspannt. Ich war spätestens um 2:30 immer zu Hause, musste nichts zu Hause machen. War an manchen Tagen um 11:15 zu Hause. Das war so verdammt gechillt. Und ja, da habe ich auch angefangen, beziehungsweise ich habe eigentlich viel BO4 immer gespielt, aber da habe ich auch angefangen wieder das zu streamen. Und ich habe ja 2018 irgendwann im September mit Streaming aufgehört. Zum einen, weil ich damals halt keinen Bock mehr auf Minecraft hatte, weil Minecraft einfach wirklich viel zu verschwitzt war. Und zum anderen, weil mein Rechner performance-technisch mit meinem alten Prozessor teilweise nicht mal Minecraft-Streaming hinbekommen hat. Geschweige denn irgendein anderes Game zu streamen. Und deswegen war ich halt praktisch gezwungen, Streaming aufzuhören. Bei BO4, das habe ich dann und wann mal gestreamt, aber bei BO4 hatte ich immer Performance-Probleme. Entweder in-game oder... Perfekt, das war wasted as fuck. Entweder hatte ich in-game-Probleme oder Stream-Probleme. Also es war auch nicht so ideal, aber ich habe ein bisschen weitergezockt. Und dann habe ich mir irgendwann einen neuen Prozessor gekauft, bin von einem 4-Kern-Prozessor auf einen 8-Kern-Prozessor umgestiegen und generell auch auf einen allgemein schnelleren Prozessor, higher Cache, higher Boost Clock. Also ist ganz ordentlich der Prozessor, also ist ein Ryzen 2nd Gen und ja, ich habe dann angefangen zu streamen, habe dann erstmal mit Paul zusammen ein bisschen gestreamt. Boah, Digga, dieses Sniper-Nester gehen mir so hart auf den Sack. Dieses Game ist unbalanced as fuck. Muss ich nochmal ganz kurz sagen. Diese Typen, die ihr da durch die Wand seht, die kann man 10-mal abschießen, die sterben nicht. Oh, ich bin Topfrag. Digga, was hab ich denn hier für eine Scheißrunde? Ja, diese Typen können nicht verrecken. Es tiltet mich. Naja. Und mit dem Prozessor, mit dem neuen Prozessor, habe ich dann angefangen, wieder viel zu streamen. Meistens mit Paul. Entweder Counter-Strike, Black Ops oder GTA. Wobei ich am Anfang auch noch ein bisschen Performance-Probleme hatte, weil meine Grafikkarte irgendwann ein bisschen überfordert damit war, einen Stream zu encoden. Ich habe meinen Stream immer 2-mal offen, weil mein Dashboard oft Chatbugs hat. Das heißt, er muss es 2-mal decoden auch wieder. Was war das jetzt? Perfekt. Plus Game-Rechnungen, die in so Spielen wie BO4 jetzt auch nicht so ganz unerheblich sind. Plus ich, der im Leben nicht auf lowsten Settings spielen wird. Ja, da ist dann mal eine einzelne GPU und das auch nicht die krasseste GPU, also eine 1070 ist schon ordentlich, aber halt
jetzt nicht die krasseste GPU auf dem Markt, ist dann mal schnell überfordert. Aber ich habe ein bisschen mit den Stream-Settings rumgespielt und irgendwann hat alles so funktioniert, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich halt wieder erstmal einigermaßen viel gestreamt. Und ich habe auch in dem Zeitraum angefangen, wieder YouTube-Videos zu bringen. Warum? Weil ich einfach wieder Bock drauf hatte. Ich habe das damals, ich habe damals aufgehört, weil ich eigentlich keine Zeit mehr hatte und keine Lust mehr hatte. Beziehungsweise ich habe eigentlich mit YouTube-Videos damit aufgehört, weil ich mit den Videos, die ich damals zeitlich bringen konnte, nicht zufrieden war und mit dem, was und ich lieber meine Zeit für Streaming verwendet habe. Als ich damit Streaming aufgehört habe und vor allem jetzt mein MacBook bekommen habe, habe ich halt wieder angefangen und habe halt echt Spaß dran gehabt. Ich habe auch sehr viele Videos mit Paul schon fertig gehabt, als ich wieder angefangen habe. Und ganz kurz, das muss ich auch mal anmerken, man kann ja Apple mögen oder nicht, aber wenn ihr meine Videos mögt, dann würde ich euch nahelegen, dass ihr mein MacBook auch mögt, weil ohne mein MacBook würdet ihr wahrscheinlich so ziemlich gar keine Videos bekommen. Wollte ich nochmal ganz kurz angemerkt haben. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, auch Minecraft zu spielen. Also ich hatte einfach wirklich an einem Tag Bock auf Minecraft. Hab Tim angeschrieben, ob er auch Bock hat, eine Runde Minecraft zu zocken. Haben wir eine Runde gezockt. Und dann haben wir halt auch irgendwann angefangen, eine Runde zu streamen wieder. So oldschool-mäßig. Ich muss sagen, ich vermisse echt oft die 2018er Zeiten, wo wir wirklich jeden verfickten Tag gestreamt haben. Aber ja, wir haben wieder angefangen zu streamen und ich hatte wieder Spaß am Streamen. Und mein Rechner hat Minecraft auch gestreamt bekommen ohne Probleme. Wobei ich jetzt zugeben muss, inzwischen habe ich Settings drin, mit denen ich glaube ich jedes Spiel ohne Probleme streamen kann. Und ja, dann habe ich halt wieder angefangen zu streamen. Ich habe wieder angefangen Videos zu machen. Ich meine, ich mache ja bis heute einigermaßen aktiv Videos. Streams bleiben dann und wann mal auf der Strecke. Einfach weil ich in Sachen Video machen, sowas kann ich auch im Auto machen bei der Autofahrt, weil ich halt einen Laptop habe, wie gesagt. Und das ist dann halt, Streaming ist dann eher nicht so. Also schon allein, selbst wenn jetzt Internet und Sound nicht das Problem wären, würde ich mal nicht davon ausgehen, dass mein MacBook das ohne weiteres encoded bekommen würde. Wobei das auch eigentlich eine bescheuerte Idee wäre, selbst wenn es hinhauen würde, ne? Im Auto zu streamen wäre, glaube ich, größer Bullshit ever. Naja. Und ich habe auf jeden Fall angefangen zu streamen wieder. Ich habe echt Spaß am Streaming gehabt, gleichzeitig Videos geschnitten. Und dann kam der Sommer, da hatte ich meinen Upload-Plan. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich gechillt. Ich habe die erste Woche der Sommerferien nichts anderes gemacht als aufgenommen oder geschnitten. Und ich muss sagen, eine Sache muss ich sagen, alle Videos mit Paul, außer das, alle CS-Videos, außer das Wingman mit Paul, so rum, waren schon fertig geschnitten und an den Videos habe ich zusammen, glaube ich, irgendwas um die 40 Stunden geschnitten. Also hätte ich das nicht fertig gehabt, hätte ich es auch einfach vergessen können, hätte ich ihn nicht hinbekommen, zeitlich. Aber ich hatte es glücklicherweise schon fertig. Und damit, wie der Zufall will, war das nicht das größte Problem ever, diesen Upload-Plan zu machen. Und ich bin in den Ferien auch zur Gamescom gefahren und habe Tim überrascht. Wenn ihr das sehen wollt, verweise ich einfach mal auf meinen Gamescom-Blog, der nur ungefähr ein knappes halbes Jahr nach der Gamescom angekommen ist. Also ich bin halt ziemlich schnell gewesen. Und ja, ich muss sagen, es war eigentlich Gamescom war eigentlich ziemlich lustig. Es war dann und wann mal ein bisschen voll.
ich glaube, das trifft zu. Aber es war lustig. Also ihr könnt euch sehr gerne den Vlog angucken oder das Rewind, was auch ankommt, weil da sind heißt zumindest zwei, drei Gamescom-Szenen drin, meine ich. Aber auf der Gamescom waren halt auch viele Szenen, die eigentlich so lang waren, dass ich die halt nicht so kürzen konnte, wie ich es haben wollte. Deswegen habe ich halt nicht so viel von der Gamescom drin gehabt. Oder beziehungsweise werde ich nicht drin haben. Never mind. Ja, dann habe ich irgendwann im September, Oktober angefangen. Ich glaube im September oder schon im August. Ich habe halt auf jeden Fall angefangen, aktiv zu streamen. Das ist etwas, was ich bis dahin nicht wirklich gemacht hatte. Ich habe dann und wann mal so gestreamt. Aber ich habe angefangen, 2, 3, 4 Mal die Woche zu streamen wieder. Wo ich persönlich auch echt viel Spaß dran hatte. Klar, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr so hinbekommen wie früher. Auf das Level werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen. Auch einfach, weil Tim zu oft keine Zeit hat und weil ich irgendwie nicht mehr so große Lust habe, alleine zu streamen. Aber, ja. Kommt bestimmt trotzdem irgendwann mal. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das OBS gerade mein falsches Headset. Nee, doch nicht. Ist nur extrem leise, der Ingame-Sound wahrscheinlich. Naja, also ich glaube nicht, dass ich nochmal dahin kommen werde, wo ich damals mit Streaming aufgehört habe. Aber es hat ziemlich Spaß gemacht. Und ich bin gerade lost. Hi. Achso, hier muss ich rein. Ja, danke. Es hat aber Streaming hat immer ziemlich Spaß gemacht, muss ich zugeben. Und dann kam Klausurphase und ich muss sagen, in der Klausurphase passt mir persönlich offen gestanden Streaming immer besser als Videos, weil Videos ist dann halt oft eine Geschichte von ein paar Stunden und mit ein paar Stunden meine ich auch mal schnell 10 Stunden, wenn ich was richtig machen will. Und da habe ich dann halt, wenn ich 2 Stunden streame, können mir Leute 2 Stunden zuschauen, habe ich 2 Stunden Content praktisch. Wenn ich 2 Stunden lang, wenn ich 2 Stunden lang schneide, habe ich im Normalfall nicht mal ein Video fertig. Ja, das war halt immer so ein bisschen das Problem mit der Klausurenphase. Aber ich muss sagen, ich bin auch, was meine Videos angeht, schnitttechnisch, habe ich das Gefühl, dass ich weiter bin als Anfang des Jahres. Damit bin ich, das finde ich ganz gut, weil ich habe immer irgendwo den Anspruch an mich, das war ein sicker No-Scope, das muss ich mir einfach mal so lassen, besser zu werden in dem Ganzen. Und wenn ich da selber was von merke, dann ist es gut. Was ich auch sagen muss, dass sich ein bisschen verändert hat, was ich persönlich auch wirklich gut fand, war dieses, ich habe früher viele Videos gemacht und habe irgendwie nie irgendein Feedback dazu bekommen. Das hat sich halt auch geändert. Ich bekomme inzwischen ziemlich oft und ziemlich viel Feedback dazu. Und ich muss sagen, so ein netter Kommentar motiviert einen halt unheimlich. Also so ein netter Kommentar motiviert mich so ziemlich, wahrscheinlich mehr als alles andere. Und deswegen bin ich, was das angeht, auch echt glücklich. Ist der retarded? Okay, vielleicht bin ich retarded. Und Dezember, ja. Ich glaube, zum Dezember muss ich eigentlich nicht mehr so viel sagen. Ich habe ein paar Videos gemacht, hatte aber auch etwas längere Pause wegen Klausurstress. Und dann kam halt Jasons Rewind, zu dem ich nominiert wurde, dazu. Und ich glaube, Jasons Rewind war, glaube ich, das stressigste und anstrengendste, was ich jemals geschnitten habe. Ich glaube, ich habe noch nie so lange an dem Schnitt von einem Video gesessen. Und wie gesagt, ich habe an manchen Videos 20 Stunden geschnitten. Aber ich muss sagen, im Endeffekt bin ich zufrieden. Es sind, glaube ich, letzten Endes jetzt 450 Clips in der Timeline drin gewesen. Wobei ich noch eben gleich was aufnehmen muss dafür. Ich muss noch kurz eine Anmod machen.
okay, das war ein guter Move, den er gemacht hat. Ich muss dafür noch eine Anmod machen. Das wird's noch, werden es noch mehr Clips und vielleicht auch eine Abmod. Das schaue ich dann. Ja. Ich glaube, das ist das so ziemlich wahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch und ich hoffe, dass 2020 beziehungsweise das nächste Jahrzehnt noch geiler wird. Also wir vielleicht meine 300 Twitch-Follower mal langsam knacken können. Und vor allem hoffe ich, dass es vor allem hoffe ich einfach, dass ich mit meinen Videos noch besser werden kann, so qualitativ. Ich glaube, dann hat sich das auch irgendwann, vielleicht unter Umständen eventuell, vielleicht aber nicht. Ja. Ich glaube, es gibt jetzt echt nicht mehr so viel zu sagen. Wir verkacken es gerade hier ziemlich hart, was so ein bisschen an meiner 0-4er KD liegen könnte. Absolut stabil. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche euch alles Glück für 2020. Ich hoffe, alle Leute, die das jetzt schauen und die meinen Rewind schauen und generell, dass ihr auch meine Videos in 2020 schauen werdet. Und dann gehen ja alle draußen Böller los. Ich glaube, das hat man nicht gehört. Ja, gut, ich glaube. Ich sage jetzt zum 35. Mal, dass ich glaube, dass es das war. Aber ich glaube jetzt finally, wir beenden das Ganze mit einem Fisch, der sich nicht erschießen lässt. Guten Rutsch, bis dahin. Ciao.